Doch von einer Krankheit heilen. Nicht Gesundheit, sondern die Krankheit. Weil das ist alles zu viel. Schleppst du da Sachen mit? Das ist der Wahnsinn. Muss man ein bisschen schauen. Hier 1% mehr XP für 60 Minuten. Ja, okay. Kann man machen, habe ich auch behalten, habe ich auch gekauft. Aber hier 2 Gesundheit, 1 Gesundheit, 3 Gesundheit. Weg damit. Weg damit. Notizen. Alles weg. Sonstiges kommt auch. Bei mir kommt bei Sonstiges immer alles weg. Nur die Dietriche behalte ich. Leider geht es nicht mit einem Klick. Ich muss immer selber drücken. Tick, 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 tick. Preis ist ja, das ist doch stabil. 5, 6er, okay. Das ist doch gut, ist doch strong. Das ist doch strong. Dann läuft es schon okay. Da läuft es schon gut. Je nachdem, was man gewohnt ist und was man erwartet. Ne? Von daher passt es ja. Wenn es dir gefällt, wenn du sagst, hey, das reicht, das findest du geil, ja. Warum soll ich jetzt sagen, das ist Kacke? Das, so geht das nicht. Spiel es anders gefälligst. Ich bin noch. Welche Schleife bitte? Captain, freut mich, Sie zu sehen. Wieso lässt es mich denn wieder raus? Okay. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ja, ich muss mal kurz aufs Schiff, aber es lässt mich so nicht aufs Schiff drauf, lol. Nein, nicht. Ich will nichts kreieren hier. Dann. Ich muss mal. Ich check diese eine Mission da nicht, Euda. Machen wir mal was anderes. Wir haben so viel. Ich hab eine Questreihe gemacht von Ryujin. War ewig lang, hat mich, glaube ich, 12 bis 16 Stunden gekostet. War sehr, sehr geil, die Story. Also hat echt Laune gemacht. Kannst du nicht vorstellen, war einfach krass. Steuermann, setzen Sie Kurs nach Laredo Firearms System oder irgendwo hin. Also, ja, Maximum Warp. Energie. So, sind wir. Sind wir da. Hast du dich schon. Du befindest dich im Freestar-Collective-Raum. Okay. Zum Bitte Schiff zurückzukehren. Ja, ich hab hier nichts. Ich bin gespannt, wenn du zum Schiffsbau und zum Basisbau kommst. Benelias, also. Ob dir das gefällt. Hast du denn schon Fallout oder Skyrim oder sowas gespielt? Dann tust du dich bei vielen bestimmt einfach. Mir war es ein bisschen schwierig, weil ich keinen dieser Spiele gespielt habe. Das ist mein erstes Role-Playing-Game. Mein erstes Bethesda-Spiel. Ja, bin ich gespannt, weil es finde die Handhabung sehr, sehr wild. Habe beide nicht gemocht. Oha, okay. Das akzeptiere, das finde ich auch okay, aber höre ich selten. Sonst jeder, oh, geiles Spiel, musst du gespielt haben, ultra toll und so, und wieso hast du nicht gespielt? Es gibt nichts anderes auf der Welt. Also chill doch mal. Lass mich doch. Lass mich doch. Ja, same. Zum Glück hast du deinen eigenen Scheißgeschmack, oder? Musst du nicht Geschmack der anderen Leute haben. Was soll denn der Scheiß jetzt? Gut. Ich kenne Passt. Attilas, sieht hier recht gut. Besser vielleicht, als mir lieb ist. Lieber speziellen Geschmack als speziell Scheiße, oder? So ein Ding. Ja, da. Das hatte ich mir auch überlegt zu spielen, allein schon wegen dem Jetpack. Ach, jetzt nervt er mich wieder wegen dem Speicher. Ja, okay, komm, ich lösche noch ein paar. Ja, komm, Spiel, entspann dich. Ich habe so viele Saved Games hier. Ich hatte 180 gestern und hat dann gemeckert. Jetzt meckert er jetzt schon wieder. So, warte, jetzt Level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bei 13 können wir noch ein paar löschen. Leider kann ich meine Safe Games nicht sichern. Ich hätte gerne von jedem Level ein Safe Game. Aber ich habe die Xbox-Version und also Game Pass-Version. Das ist ja mehr oder weniger die Xbox-Version. Nicht speichern, warte. Finde da nicht die Speicherstände.
Normalerweise sind sie ja in My Games drin, aber bei Xbox anscheinend nicht. Kannst empfehlen, hatte ich mir überlegt, ja. Vielleicht mal. Als eins der nächsten. Momentan habe ich aber noch Starfield. Da habe ich bestimmt noch bis zum Ende des Jahres zu tun. Dann habe ich noch Baldur's Gate 3. Das ist auch für mich ganz neu. Das ist total overwhelming. Ich bin da auch total, also, boah. Aquila ist eine der ältesten Städte der besiedelten Systeme. Was man da alles erleben kann. So, apropos erleben. Moment, mal schauen, ob die Geld haben. Wenn du keinen Ärger machst, werden wir uns bestens verstehen. Oh, 1000 Credits geklaut? Sorry, war ein Versehen. Du wirst feststellen, dass wir hier alle möglichen guten Waffen haben. Oh, einfach 1000 Credits geklaut. Hier, 1054. Freestar Security! Ich hab nicht verklickt, ich wollte dir eigentlich nur, ich hab falsch geklickt. So. Was ich auch früher gelübt habe, ist da. Du wirst feststellen, dass wir hier alle möglichen guten Waffen haben. Nie gezockt. Hab gehört, das soll nicht schlecht sein. Allerdings seit den neuen Updates von 5 Jahren ist es einfach nicht mehr das gleiche. Oh, wie? Updates verschlechtert oder was? Hey! Sei nicht dumm! Gib das halt! Zurück. Sofort! Oder wie oder was? Du wirst feststellen, dass wir hier alle möglichen guten Waffen haben. So, sorry, ein bisschen Geld geklaut hier. So übel sind die UC doch nicht, oder? Ja, das geht schon. Also ich meine, und Undercity kann man sich streiten, ob es übel sind oder nicht. Was ist denn hier? Ich muss da rein? Ja, aber wenn ich da reingehe, werde ich doch Aber der sieht mich doch, wenn ich da einbringe. Die Crimson Fleet ist im Moment überall. Breitet sich in den besiedelten Systemen wie ein Virus aus. Diese Piraten nisten sich in den alten Anlagen ein, die seit dem Koloniekrieg verlassen sind. Okay, dann muss ich es machen, wenn er mit dem Rücken da steht. Meiner Meinung nach, Gegner wurden einfacher gemacht und der Tech-Baum wurde automatisiert. Tech-Bäume können oft sehr, sehr problematisch sein und über Spielspaß oder Erfolg des Spiels entscheiden, weil... Moment. Manchmal hast du Tech-Bäume, die erschlagen dich und dann hast du schon gar keinen Bock mehr auf das Game. Aber wenn du dich damit beschäftigst, dann geht's. Es ist oft nicht das, wonach es aussieht. Okay. Das ist ja schade, also, aber gut, du hast es ja, glaube ich, eh schon durchgespielt, oder? Von daher ist es ja scheißegal. Oder gehörst du zu den Menschen, die ein Spiel mehrfach durchspielt? Das war der Anreiz vom Spiel. Das, ja, okay. Gut. So habe ich das jetzt nicht gesehen, aber verstehe ich auch. Da kann man sich ein bisschen damit beschäftigen, ein bisschen lesen. Hoffentlich gelingt dir das, bevor wir entdeckt werden. Halt, stehen bleiben. Du bist verhaftet. Ja, gut, sorry. Kluge Entscheidung. Und jetzt komm mit. Wir beschlagnahmen Schmuggelware und Diebesgut und du kannst gehen. Ja, ich war... Also, wo sind wir? Ja, hi! Treib keinen Unfug, verstanden? Das war... Betrunkene Randalierer sind ein Riesenproblem. Das war ein Versehen? Wir haben im Knast hier gelandet, Alter. Also, das ist ja hier... Die Quest hat doch gesagt, ich soll das machen. Das ist ein MMO, von daher immer wieder neuen Story-Updates. Ach, lol. Jetzt verstehe ich. Stimmt, das ist ja das MMO. Ja, dann macht es natürlich Sinn. Ja. Jetzt verstehe ich, was du von mir willst. Klar. Jetzt verstehe ich. Sicher. Ich. Okay, lasst uns alle mal tief durchatmen. Wir alle wollen Menschen vor den Ästern schützen. Okay. Wir sind auf der gleichen Seite. Ich habe früher X-Wing gespielt, TIE Fighter, X-Wing und TIE Fighter und sowas. Riesen Star Wars-Fan. Ende der Diskussion. Hab aber nie Anschluss an Old Republic gefunden. Brauche ich keine Genehmigung. Ich bin im Geiste der Kooperation. Ich wünsche mir auch ein tolles Star Trek-Spiel. So wie Starfield in Star Trek-Universum. Wir machen das seit 20 Jahren. Gigantisch. Boah, das wäre ultra. Und es hat immer funktioniert. Warum sollten wir es jetzt anders machen? Mr. Wilson, das wäre krass. Unsere Methode Imagine, ist besser. Du bist hier auf der Brücke. Wir haben doch auch sagt, nicht Steuermann, Feuer und Raumfahrt setzen Sie Kurs auf Allion 2, ohne Klage Maximum sind. Warp. Also bitte. So und dann sagt er, bereit, wenn sie es sind, dann sagst du, machen sie es so. Und dann Miss sagst Erpin, du, Energie. Erst ab, Tschu, und weg bist du dann.
Ja? Das wäre so mega. Wir müssen klüger nur noch sein. Das machen, ey. Cleverer mit den Ashter umgehen. Das wäre so mega. Durchdrehen. Mehrfach. Du machst es nur noch schlimmer für dich. Bleib stehen! Jedes Spiel, was ich so teste, was ansatzweise nur so eine Art Weltraum ist, mache ich das die ganze Zeit. Steuermann, setzen Sie Kurs auf, bla bla bla, ne? Bereit, wenn Sie es sind. Machen Sie es so. Energie. Ich labe immer die ganze Zeit so. Das ist einfach strong. So wie das im Star Trek-Universum. Nach Vulkan über kannst du dann reisen. Boah, das wäre krass. Zu den Klingonen, zu allem möglichen konntest du dann reisen. Wahnsinn, halt dich lieber das schon vom krass. Scratch fern. Da und das auch in verschiedene Epochen, wo du dann vielleicht reisen kannst mit den Borgs, imagine. Was ist denn jetzt hier genau? Gerät platzieren, habe ich. Okay. Dankeschön. Erreiche Level 25. Ich bin Elite. Main. Du bist Klingon, das ist doch Cosplay. Geil. Da sage ich nur eins. Möge die Macht mit dir sein. Schnell und zuverlässig. Früher hatte ich noch einen richtigen Job. Kaplar. Also wäre schon geil, sowas zu haben. Aber ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen. Denn irgendwie jedes Star Trek Game, was released wurde, ist halt nicht so geil. Ich kam letztens, glaube ich, eins raus, wollte ich testen, aber irgendwie... Naja, bin nicht so sicher, ob ich mich daran traue. Gern geschehen. Gern geschehen. Ich bin der Augenbeste. So muss das sein. Man gönnt sich ja sonst nichts. Sprich mit Davis Wilson. Okay, let's go. Ist das hier? Doch, das war, glaube ich, das Gespräch, was ich angehört hatte. Hast du die denn Leute irgendwas? Hier denken, Aquila gehört uns. Aber es gehört den Ashter. Dreh dich mal weg. Hast du ein bisschen Geld? 852? Ich mal kurz speichern. Freestar Security, halt, halt, sofort! Sorry, ich wollte das nicht so. Es war ein Versehen, mein Lieber. Ich wollte eigentlich dir nicht mit der Hand in die Tasche. Ich wollte dir nur schauen, was dein Handy-Display sagt. Oh, gut. So, hier. Also, was los? Was geht bei dir? Lass mit dir sprechen. Ich muss zugeben, dass ich nicht in der Stimmung für ein Gespräch bin. Ich weiß, ja, dass ich diese nicht. Frau einfach ignorieren sollte. Weil du dich so komisch hindrehst, ja? Aber ich kann mir einfach nicht helfen. Aha, ja, okay. Sie war ziemlich daneben. Das geht sie gar nichts an. Das klang alles ziemlich überzogen. Ich finde, sie hatte einige gute Argumente. Worum geht's überhaupt? Erstmal fragen, worum geht's eigentlich? Sie taucht hier auf und erzählt uns, wie wir unsere Stadt zu verteidigen haben. Kein Respekt für die Methoden, die seit Jahren funktionieren. Ja, okay. Schert sich nicht um die Konsequenzen. Ja. Und erwartet, dass wir ihr dafür danken, dass sie uns das Leben schwerer macht. Solche Arroganz habe ich noch nie gesehen. Was sind das für Leute, einfach die Weiber heutzutage? Kannst du nicht einfach erwarten? Ich finde, sie hat einige gute Argumente. Das klang alles ziemlich überzogen. Das geht sie gar nichts an. Sie war ziemlich daneben. Das Problem ist, ich habe beim Gespräch nicht mitgehört. Das habe ich nicht zugehört, aber... Aber man kann ja sagen, also, komm, wir machen uns unsympathisch. Ich finde, sie hat einige gute Argumente, oder? Dann hast du wohl genauso wenig Ahnung wie sie. Oha, Alter. Wir sind hier nicht in New Atlantis. Jawohl. Wo die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Aber hier gibt es doch auch Diese Sonne Mauern und Vögel. Um uns herum sind aus gutem Grund hier. Ich weiß, und wegen ich trainiere die Wachen hier schon seit Ashikaki Jahren. Auch aus gutem Grund. Wenn wir Fehler machen und einen Augenblick wegsehen, dann töten die Ashter unschuldige Menschen. So sieht es aus. Schlicht und einfach.
Wenn also jemand hier reinmarschiert und Jawohl. Meint, es besser zu wissen als wir alle, die ihr Leben der Sicherheit der Stadt gewidmet haben, dann geht uns das eben gegen den Strich. Okay, das stimmt jetzt wieder, weil ich habe die Welt da draußen gesehen. Ich habe Ashtas getötet. Es ist echt wild da draußen. Okay, aber was hat sie denn vor? Wenn die Sicherheit verbessert werden kann, ist das für alle ein Vorteil. Sie will sicher nur helfen. Du nimmst diese Sachen ziemlich ernst. Was hat sie denn vor? Mal fragen wir mal. Was weiß ich. Irgendeinen Hokuspokus mit Sensoren und Verhaltensprognosen. Aber darum geht es nicht. Ja, bitte, was geht's? Sie will hier einfach alles umkrempeln. Und das sehe ich nicht ein. Wir sind bisher bestens klargekommen. Oh mein Gott, nein! Du nimmst. Aber wenn die Sicherheit verbessert werden kann, ist das für alle ein Vorteil? Bist du, also. Sturer alter Mann vielleicht? So wie ich? Who knows? Ich werde bestimmt nicht ohne irgendwelche Absicherungen ihre neumodische Technik testen. Hör zu. Mich darüber aufzuregen ist nicht gut für meinen Blutdruck. Wenn du meinst, du kannst sie zur Vernunft bringen, dann nur zu. Bin Sonst dabei. Überlass die Verteidigung der Stadt lieber den Leuten, die das ihr ganzes Leben lang schon tun. Oha, ich habe euch auch schon geholfen in der Stadt hier, mein Lieber. Ich habe sogar den Banküberfall verhindert, habe alle erschossen, außer die Zivilisten nicht. Also, was ist denn mit dir? Undankbarer Flegel. Hast du denn Geld dabei? 852 Credits hat er dabei. Ich glaube, das sind meine gewesen. Priester Security, bleib stehen! Mensch. Also das ist ja ganz wild. Wie heißt denn dein Charakter hier, Venelias? Meine heißt Jenny und ich bin hier eine nette Dame. Also, könnte man sagen. Jenny heißt sie eigentlich. Hoffentlich ist es das Risiko wert. Genau gleich wie hier. Okay. Ein Ökosystem ist lebendig. Dann kann man das nicht verwechseln. Im Moment klappt unser Umgang mit den Ashtar. Gar nicht mal so schlecht. Okay, also. Wir müssen vorbereitet sein. Ökosystem? Was will die hier? Du siehst nicht so aus, als würdest du meine Kondensatoren liefern. Ja, ein paar habe ich dabei, aber nicht deine. Also, was kann ich für dich tun? Brauchst du mich, um dir ein paar Kondensatoren zu besorgen? Man hört. Du wärst eine ziemliche Unruhestifterin. Ich habe gehört, du hast die Stadt durch neue Technologie verteidigen willst. Du hattest wohl ein Problem mit David Wilson. Fragen wir mal, vielleicht kriegen wir noch eine Quest hier mit Kondensatoren. Nein, das hast du falsch verstanden. Wie denn das? Ich habe sie letzte Woche bestellt. Ich warte nur auf die Lieferung. Okay. Also, brauchst du was oder? Du hattest wohl ein Problem mit David Wilson. Im Gegenteil. Ja? Mr. Wilson hatte ein Problem mit mir. Mr. Ich weiß nicht, ob er einfach nur auf stur stellt oder meine Vorschläge völlig falsch verstanden hat. Ich weiß nicht, was du gehört hast. Und es ist mir ein Rätsel, warum die Sache sich so weit herumspricht. Ich habe nicht vor, irgendjemandem den Job zu stehlen oder Ashtar frei durch die Stadttore spazieren zu lassen. Ja. Egal, was alle behaupten. Weiterhin sollen meine Vorschläge keinen Angriff auf die Kompetenz der aktuellen Sicherheitskräfte und Methoden in Aquila City darstellen. Ich mag Aquila City. Das sollte alles klarstellen. Okay, das war erschöpfend. Das war selbst dir zu viel, oder? Also das war jetzt ein bisschen, das war selbst meiner Begleitung zu viel hier. Also wenn selbst die Andreja sagt, oh mein Gott, das halbe Bibel ganzer Huren. Also okay, danke, also es war echt ein nettes Gespräch. Also hey. Ich bin ganz auf deiner Seite. Kapiert? Macht total Sinn. Das hat jetzt nicht groß für Klarheit gesorgt. Also das ist mein Gedanke auch gewesen. Klarheit? Nope. Weg damit. Oh, na gut. Dann muss ich wohl an meiner Kommunikation ja, arbeiten, aber denn sowas das passiert von. Ständig. Ja. Ich muss einfach nur beweisen, dass meine Technik helfen kann. Dann wird er einsehen, genau, dass ich recht habe. Ein Zaubertrick. Tatsächlich könnte ich wirklich Hilfe gebrauchen, damit alles nach Plan funktioniert. Könntest du für mich ein paar Sensoren aufstellen? Aber na klar, Zwinker. Sensoren? Wie bitte? What? Ja, ich brauche sie, um Daten zu sammeln. Okay. Es ist gar nicht kompliziert. Sondern? Ich würde es selbst machen, aber ich glaube, Davis ist so aufgebracht, dass er mich beschatten lässt.
Ja, und der Davis wird dich, wenn du Pech hast, wird er dich einfach nur Kopfgeldjägern. Und ich werde es sein. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Vielleicht ein andermal. Klar, lässt sich machen. Ja, ich bin doch also so einer Dame helfe ich doch gerne. Aber sicher doch. Also, ich bin das dabei. Das ist großartig. Nimm diese Sensoren und platziere sie an bestimmten Orten entlang der Mauer. Komm danach zu mir zurück. Ich suche mir inzwischen eine andere Beschäftigung, damit ich kein Misstrauen errege. Setz dich in den Bar, in die Bar, tu ein Wasser trinken, dann ist alles in Ordnung. Okay, gut, oder? Venelias, ihr helfen mir doch. Die ist doch hier, das ist doch eine Nette. Die will nur helfen, die will die Stadt sicherer machen, hat aber keine Ahnung, wie sie das Ganze kommuniziert. Und alle verstehen sie miss, aber Missverständnisse müssen sie da sein, um noch mehr für Chaos zu sorgen. Und nicht aus dem Weg geräumt zu werden. Wachsamkeit ist in Aquila City. So. Ready. Hört sich wie bei meiner Arbeit an, gell? Das Spiel ist generell manchmal zu realistisch. Ich habe für Ryujin gearbeitet. Da war ich Agent oder bin ich noch Agent. Und dann musste ich andere Firmen ausspionieren, irgendwelche Sachen machen, damit die anderen Firmen schlechter stehen. Illegale Aktivitäten hier und da, also das ist viel zu realistisch, weißt du? Oben an der Spitze bei den Reichen, die kämpfen gegeneinander und tun sich nur gegenseitig ausspähen, schlecht darstellen lassen bei den anderen und blablub. Das war halt echt, dachte mir, ach du Scheiße, das ist ja viel zu realistisch. Wie können die nur? Hat sie nicht gesagt, außerhalb der Grenzen? Ich bin hier, diese Marks sind innerhalb der Grenzen. Erde aktivieren. Kinian Sensor entfernen. Ah ja, Aggies. Ich war viel zu oft dort und kann es nicht empfehlen. Und soll ich dir sagen hier, Venelias, was mein Ziel noch ist im Spiel? Aber das ist nur, weil es einen Vorteil bietet. Ich bin normalerweise nicht so ein Schwein, aber wenn das Spiel für solche Vorteile bietet, ist das natürlich wichtig. Wo habe ich denn das? Hier habe ich das, warte. Da. Also das möchte ich mit Andreja machen. Hier, da. Wir müssen unbedingt wir müssen unbedingt Liebe machen. Denn wenn wir Liebe machen, kriegen wir 15% XP. Weißt du, 15. 15? 15. Also. Es geht rein ums Geschäft. We have to make it flat. Es ist so important. We have to make it flat. Also wir müssen unbedingt Liebe. We have to make it lovable. Also flat lovable. Deswegen heißt der Titel so: Starfield flach Liebe machen. Hä? Machen. Denn wenn make it love, we get 15% XP. Easy. Also, lovable Starfleet Main. Starfleet Field, also Sternflotte, was weiß ich. Also, irgend so eine Scheiße. Gut, weiter geht's. Ich hab's aber noch nicht geschafft, dass ich so weit bin. Ich hab's erstmal mit Sarah. Also, ich bin ja vorsichtig. Ich bin ja netter. Ich hab's erst mit Sarah probiert. Das war eine Liebe. Dachte mir, okay, die ist eh immer da. Dreimal Flirtversuche. Zack, voll abgeblockt. Voll direkt. Faust bekommen. Dachte mir, was denn jetzt? Das ist ja echt Real Life hier. Scheiße, was macht man da? Dann gab es eine Quest mit Andreja und sie fand eine Nette, ist mir gleich hinhergelaufen und hat gesagt, hallo, schön dich zu sehen, ich finde dich toll. Dann habe ich gesagt, finde ich auch toll. Und dann habe ich halt, seitdem ist sie bei mir dabei. Und dann spreche ich noch einmal mit der Sara. Hatte ich auch noch einen Flirtversuch. Mache ich das und dann klappt's. Dann dachte ich mir, was ist denn das mit den Weibern? Du versuchst tausendmal, dann hast du eine andere, wo du dich das interessant findest, kommst zurück zu ihr, sagst du mal kurz Hallo und dann ist sie auf einmal interessiert, weil du die andere... Oh mein Gott! Aber nee. Dreimal versucht, kein Bock und jetzt ist sie dran. Also jetzt ist sie meine... Ich mag die auch viel mehr. So, okay. Koma, wo findest du auch das wenn Zeug die überhaupt? Ultra crazy mit ihrer Vergangenheit. Oh mein Gott. Sie hat eine... Ich will ja nichts spoilern. Sie hat eine Familie... nennt sich Haus Varun. Das hat mich an Vulkan erinnert, weil es ist ja immer bei den Vulkanien. Ich bin der und der Sohn von Haus bla bla blub. Hat mir gefallen. Möchte ich dazugehören. Haus Varun Main. Mhm. So, das haben wir das auch geklärt. Es ist, wie ich sie immer nenne, Andreja.
meine Begleitung. Andreja. Vielleicht sagt sie ja, sie heißt ja schon sogar. Sie heißt ja nicht Andreja, sondern Andreja. Vielleicht ist es meine Chance, dass sie Ja sagt. Also nicht Jabba, sondern Ja. Ich hoffe, du kannst meiner Logik folgen. Deswegen mache ich das Licht jetzt mal an. Leider hatte ich bei ihr noch keinen einzigen Flirt-Versuch. Also geht noch nicht vom Ding her. Ich versuche auch immer, dass ich so ein... Es war am Anfang sehr schwer. Ich war erstmal nett zu den Leuten. Dann sagt sie, sei doch nicht so zu nett und sowas. Sondern dann war ich total fies und böse. Sagt sie auch, sei nicht so fies. Ja, was ist denn mit der? Sehr kompliziert. Ich mag das. Das ist eine Challenge, eine Herausforderung. So gefällt mir das. Ist halt so wie eine Quest. Ist ein halbes Real Life, weißt du? Also, wenn... Ist ja, sag ich zwar oft, das ist halbes Real Life, aber ist halt wirklich so. Okay, also wir haben es aufgestellt, Taschenlampe aus, es ist schon dunkel geworden. Ich hau mich kurz hin, damit ich XP krieg. Also mehr XP. Solange keiner direkt darauf schießt, sollte ihnen nichts passieren. Also, wie heißt sie überhaupt? Kioni Alpin. Könnten meine Theorie beweisen. Okay, Alpin, okay, mal schauen wir mal. Ja. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Jawohl, alles erledigt, Zeit für die Entlohnung. Deine Sensoren wurden platziert. Enter. Damit wäre das erledigt. Jawohl. Der nächste Schritt ist etwas heikel. Das gefällt mir. Siehst du diesen Wachturm da drüben? Ich muss da hineinkommen und an dem Computer dort ein paar Modifikationen vornehmen. Oh, jetzt will sie da hacken. Ich habe nicht genug Rechenleistung, um die Daten von den Sensoren zu verarbeiten. Was? Aber das bestehende Netzwerk hier schon. Im Jahr 2300 hast du nicht genug Daten? Hast du denn kein Smartphone, Tablet, Handy, irgendwas zu... Also... denn mit der? Also, ich hacke keine Computer, sorry. Also ich habe in dem Spiel schon so viele Computer gehackt, das wäre eine große Lüge. Okay, ich kümmere mich drum. Ja, klar doch. Ach herrje, ich kann mich wohl wirklich nicht gut ausdrücken. Den Teil mache ich selbst. Ach so, ja. Okay. Aber vor dem Turm steht jemand Wache und der wird mich nicht reinlassen. Du musst ihn für mich ablenken. Sich von hinten zu nähern und ihn zügig zu eliminieren, wäre zwar effektiv, aber wohl auch ein wenig endgültiger als unbedingt nötig. Es sollte nur wenige Augenblicke dauern. Also, überrede ihn, eine Pause zu machen oder so. Falls du in besonders aufmüpfiger Laune bist, könntest du ihm etwas zu tun geben. Du weißt schon etwas, das Davis als Krawall bezeichnen würde. Sobald er beschäftigt ist, schlüpfe ich rein und bin wieder raus, bevor jemand etwas merkt. Klingt geil, ja? Auf geht's. Bin dabei. Aye, ma'am. Optional, stiehl etwas vor der Augen der Wache, bringt die Wache dazu, den Turm zu verlassen. Und, also, Andreja hat mir... Wo bist du? Hat mir zu erkennen gegeben, ich soll das ohne Gewalt machen, aber... Hey, ich hatte letztens eine Mission, dringe eine Basis ein, mach das alles versteckt und geheim... Weißt du, wer mein Meinungsverstärker war? Das hier. Ich wurde sofort entdeckt und ich musste den Kopf schießen. Also, das war meine Art von Liebe zu zeigen. In den Kopf. Also, ist halt manchmal so. Gucken wir mal, was wir da machen können. Oh, könnte für einen Kaffee glatt jemanden umlegen. Oha, chill! Ich könnte für einen Kaffee glatt jemanden Also, da soll ich brutal sein? Was ist denn mit dir, meine Liebe? Übrigens, oh mein Gott! Du sollst die Wache nicht... Kannst du verstehen, ne? Ich werde auch Rambo Gags genannt, weil dieses Schleichen, so Splinter Cell-mäßig, dieses ist nicht meins. Da bin ich zu geduldig, unten geduldig, also unten ganz, also, ne? Und es ist halt, ne, das ist nicht meins. Schon gehört? Also, ich hätte zwei Möglichkeiten. Ich habe eine Betäubungswaffe. Die kriegt nur bei einer Quest, die habe ich aber im Schiff vergessen, die kann ich holen. Ich kann, glaube ich, noch. Gedankenkontrolle? Ich werde nicht so viel Spoiler nehmen, muss aufpassen, ne? Wie viel Uhr ist das denn? Kann ich das noch? Ist das noch? Oder wurde das rausgenommen? Ne, es geht noch. Kann ich noch. An mir wurde geforscht und mein Gehirn wurde ein bisschen, also... Ich bin halt wild. Oder ich tue doch anzetteln, Streit. Was mich in Probleme bringen würde. So ist das einfach. Wir quatschen erstmal mit ihm. Das heißt, wir verstecken uns. Er sieht uns bestimmt nicht. Hallo, wir sind jetzt verschwunden.
Deswegen setzen wir draußen nur Roboter. Wir sind jetzt verschwunden. Er sieht uns nicht mehr. Was hat er denn? Hat der Gold? Hat der gar kein Gold, okay. Also Geld. Siehst du, Kiel, schau mal, was der was sagt. Was führt dich zur Wand? Langeweile? Ja, bitte. In dem Fall hast du nämlich den Hauptgewinn gezogen. Ah, okay. Überzeugen. Ich kann nicht mehr sagen, aber ich brauche hier ein paar Minuten alleine für einen guten Zweck. 1000 Credits zahlen. Ich habe hier ein Date. Ich hatte auf Privatsphäre und Diskretion gehofft. Oha, das ist geil. Freester Ranger. Ich bin ein Freester Ranger und musst dieses Gebiet kurzzeitig verlassen. Schieb einfach deine Wache weiter. Also, was soll ich denn nehmen? Also, das mit dem Freester Ranger klingt nicht schlecht. Ich gehöre auch zu dem Freester Ranger. Ich habe mich denen angeschlossen. Die sind schon eine geile Truppe. Es ist so ein bisschen Western-Style im späten Universumsjahrhundert. 1000 Credits zahlen mit dem Date gefällt mir. Aber glaube ich, Bestechung bei. Und Überzeugen ist auch geil. Kann ich probieren. Habe ich geskillt, aber noch nicht fertig. Das mit dem Freestyle würde ich gerne probieren. Machen wir das letzte Mal. Alles in Ordnung? Okay, ich gehe ja schon. Easy, schau. Also ich bin ein Ranger und passe jetzt auch auf hier. Sprich mit Kione Alpin. Wo ist sie denn? Okay, ging einfach, was ich gedacht habe. Durch meine Arbeit kann man Aquila vielleicht einmal weiter besiedeln. Jetzt. Das wäre also erledigt. Ja, klar. Danke für die Hilfe. Sehr gerne. Hoffentlich bist du nicht allzu mitgenommen. Das war schon hart. Du solltest den Wachen sagen, was du getan hast. Ich war nicht unbedingt ein Moment, auf den ich stolz bin. Also, war schon wild. Ich bin sofort dabei, wenn es mehr Gesetze zu brechen gibt. Ich glaube, das gefällt Andrija nicht, ne? Das war nicht unbedingt ein Moment, auf den ich stolz bin. Ja, aber das ist auch nicht schlecht. Du solltest, was du wissen getan hast. Das hier. Das habe ich vor. Okay. Sobald genug Daten gesammelt wurden, kann ich sie alle überzeugen, allen voran Davis, dass meine Technologie nützlich ist. Wenn du neugierig bist, komm morgen wieder. Okay. Bis dahin könnte ich erste Daten haben. Jawohl. Boah, 6300, krass. Ich muss aber sagen, wenn sie eine... Warte 24 Stunden. Wenn sie eine Doppel- und Dreifachagentin ist, dann ist es aber auch nicht geil, oder? Dann installiert sie alles, tut die ganze Stadt daneben und irgendwas ist falsch. Naja, ich wollte es ja ehrlich. Oder Davis wird sauer sein, weil sie irgendwas installiert hat, auch wenn es geklappt hat. Weil es einfach hinter seinem Rücken war, schätze ich mal. Ist egal, wir pennen 24 Stunden und schauen, was dann passiert. Ach, das sind 48 Stunden in der Stadt, wir müssen nur 24. Das finde ich auch sehr interessant hier. Mit dieser Zeit, mit dem Zeitunterschied. Hier, musst du mal vorstellen, Vanillas, wenn du auf der Venus, glaube ich, verläuft die Zeit 10-mal schneller. Du bist auf der Venus, Quatsch mit der Erde, und in der Erde vergehen 10 Stunden, während bei dir nur eine Stunde vergeht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ob man da überhaupt miteinander quatschen kann. Also es gibt ja mehrere Planeten, wo die Zeit anders verlaufen. Das ist ganz wild. Hier zum Beispiel muss ich halt nur 22 Stunden überbrücken, um 24 Stunden zu haben. Das hat vielleicht auch damit zu tun, weil wenn man eben mit Lichtgeschwindigkeit reist oder schneller, tust du ja auch dich quasi nicht mehr bewegen, aber die Zeit um dich herum läuft noch weiter. Und dann altern halt die anderen schneller und du halt weniger. Keine Ahnung. Was weiß ich. Ist halt alles so ganz wild und komisches Paradoxon für mich. Aber ist schon sehr interessant, finde ich. Trotzdem. So, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt 24 Stunden gewartet. Wir haben auch dann direkt nochmal geschlafen, um mehr XP zu kriegen. Leider war Andrija nicht dabei. Aber vielleicht das nächste Mal. Wo kann man denn hier runter? Hier? Also hier kann man nicht. Ich sag, der Jetpack ist eine sehr, sehr geile Erfindung. Und deswegen hatte ich auch über Alex nachgedacht. Das mal zu testen. In den Plan dreimal durchgegangen. Die Sensoren sollten keine Störung bewirken. Okay. Kioni Alpin, lass uns reden.
du bist es. Ich habe die Daten von den seismischen Sensoren. Okay. Und ich brauche Hilfe. Nichts, das dir Ärger einbrocken könnte. Versprochen. Schon wieder? Oh mein Gott, was brauchst du denn schon wieder? Vielleicht ein andermal. Wenn Credits mit im Spiel sind, bin ich dabei. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Was brauchst du? Jemand muss für mich mit Davis Wilson reden. Er ignoriert mich komplett. Okay. Und alle anderen Sicherheitskräfte auch. Ja, komm, mach mal. Kein Problem. Oh, danke. Davis ist netter. Es ist wirklich schön, das zu hören. Es scheint sonst niemanden zu kümmern. Erinnerst du dich an die Sensoren, die du für mich aufgestellt hast? Nein, habe ich vergessen. Davis Wilson ist deshalb ziemlich sauer. Habe ich mir doch gedacht. Das war wohl zu erwarten. Ja. Aber jetzt will keiner der Sicherheitskräfte mit mir reden. Oha. Sie zeigen mir die kalte Schulter. Und ich muss wirklich mit ihnen arbeiten. Dann wünsche ich dir eine entspannte Schicht hier, Veninas. Hat mich gefreut. Ja, sie sind. Und ich sag mal ganz frech, nicht, was ich erwartet bis zum nächsten hatte. Mal. Lebe lang und in Frieden. Amen. Was stimmt mit den Daten nicht? Uiuiui, ich war mir klar, dass der sauer ist, denn hinter seinem Rücken gemacht, bla blub, aber sie konnte nicht anders. Ich verstehe beide Seiten. Irgendwie alles? Das Timing der Ergebnisse, die Signalstärke. Ich habe viel über die Äschter recherchiert, bevor ich das Projekt startete. Aber? Und nichts sieht so aus, wie es sollte. Eieieiei, du hast es schlimmer gemacht, als es ist. Ich bin mir sicher, dass die Security alles unter Kontrolle hat. Vielleicht funktioniert deine Technik nicht richtig. Ja. Die Technik funktioniert. Sicher? Ich hätte das Projekt nicht angefangen, wenn ich mir da nicht sicher wäre. Aber? Hör zu, ich habe die Sensoren gegen Davis Willen aufgestellt. Okay. Das war falsch. Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe, wenn er nichts mit mir zu tun haben will. Aber, obwohl du so eine Nette bist? Was soll ich sagen? Diese Daten sehen aus, als hätte jemand absichtlich das System manipuliert. Oh, das, okay, das will ich. Ich kann nicht einfach losziehen und ihn beschuldigen. Oh, aber wir finden. Vielleicht das, könnte jemand, ja, du zum Beispiel, sich umhören, hören, ob da etwas im Gange ist? Ich wäre dir sehr dankbar. Okay, geil. Gefällt mir diese Story jetzt schon. Wieder was Schönes, einfach hier so random auf Aquila City gelandet. Also, oder nee, wegen irgendwas. Wegen dem Gerät installieren und dann haben wir jemand zugehört. Oh, da gibt's Streitigkeiten. Lass uns da einmischen. Passt bei Wilson. Das ist das Sternenfeld, das mir gefällt. Also, ist gerade kein Wortspiel nicht beabsichtigt. Ja, also dann nächstes Mal wieder. Bist du ein Named NPC? Kann ich dich beklauen? Du bist nur ein Burger. Also, ich habe jetzt keinen Hunger, deswegen heißt es Burger. Wieder hoch. Nope, war klar. Kannst du Jims Liste überhaupt lesen? Warte mal, Jim Liste. Was dafür ist hier? Braucht man echt eine Lupe. Was ist Stress da hier? Da fehlen scheinbar zwei Kisten Aluminium. What? Da müssen wir herausfinden, nee, warum. Die hat die Wache für die Verstärkung des Geländers genommen. Oh mein Gott. Hier ist eine Notiz von Bailey. Zwei Kisten Aluminium. Was? Bailey. Nicht so der Literat, oder? Bailey? Zwei Glück, Kisten dass Baileys? Du das hast. Nun, sieht aus, als wäre das alles in Ordnung. Okay. Wir kümmern uns umeinander. Das finde ich toll, Fragezeichen. Okay. Die Leute hier denken, Aquila gehört uns. Aber es gehört den schon beklaut. Äschter. Ja, da hast du recht. Die Äschter sind diese Viecher, die hier draußen böse sind. Wo jetzt bestimmt keins gerendert ist, das gehört denen, aber vielleicht können wir mit denen kommunizieren und uns einig werden. Mal schauen. Zack. Hi. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe gerade viel um die Ohren. Als ob wenn dein Anliegen nicht unheimlich dringend ist, komm bitte ein anderes Mal wieder. Entschuldige die Störung. Ich komme später nochmal vorbei. Ich habe gehört, dass mit den Äschter etwas Sonderbares geschieht. Keone denkt, dass du die Sensoren sabotierst. Erstmal das hier. Ist das so? Und hast du das vielleicht von einer sogenannten Erfinderin gehört, die mir nichts als Kopfschmerzen bereitet? Ja, sorry? Ich
glaube, das habe ich, Fragezeichen. Sag mir einfach, ob du die Daten manipuliert hast. Ich bin nur besorgt und brauche Gewissheit. Keoni beunruhigt die Daten, die sie erhält, ja? Tatsächlich? Erst tut sie also genau das, was sie nicht tun sollte. Und jetzt ist sie beunruhigt? Ja, aber die Daten sind halt wild, vielleicht helfen. Sie hat uns das Leben schwerer gemacht, aber dafür habe ich gerade keine Zeit. Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Ich beobachte die Eschta jetzt schon seit langer Zeit und plötzlich ändert sich ihr Verhalten. Das kann kaum ein Zufall sein. Wenn sie Leute in Gefahr bringt, sollte sie dafür zur Verantwortung gezogen werden und ausgelöscht nach dem Motto Wipe them out, all of them here. So, wenn du... Ja, das... Ja, jetzt nicht gleich so drastisch hier. Hallo Hund unterstrich klein, was geht? Was geht? Beruflich, Expedition im Export. Und du? Vielleicht erklärt das die Daten, die sie erhält. Weiß ja nicht. Wenn sie irgendwelche Probleme verursacht hat, wird sie sicher bei der Lösung helfen. Aber es will, mal schauen, vielleicht ist er mit dem Ash da irgendwie halt so... Was will das? Aber freut mich, Hundklein, dass du da bist. Grüß dich. Möge auch mit dir die Macht sein, schnell und zuverlässig und direkt diese Frage kommt. Perfekt zum Kennenlernen. Ich mach das auch immer so auf der Straße. Ey, was arbeitest du eigentlich, Digga? Was ist denn das jetzt hier? Was machst du denn hier? Ich denke schon mal, dass... Ihre Hilfe hat uns dieses Schlamassel erst eingebracht. Nein, danke. Jetzt muss ich wieder da raus und mir ein Bild von der Lage machen. Aber nur ein Bild. Du siehst zäh aus. Da du dich so für die Sache interessierst, willst du vielleicht mitkommen? Ja, echt so, Tommy. Also, so geht das nicht hier. Habe ich beantwortet. Du, Tommy ist, glaube ich, Kassierer im Rewe. Oh, dann geh doch zu Netto, oder, Digga? Oder? Was denn jetzt? Ich hatte schon mit fiesen Kreaturen zu tun. Ich bin dabei. Wenn Credits im Spiel sind, schließt ich mich an. Finde ich nicht sonderlich prickelnd. Ja, ich meine, wenn Tommy da ist, finde ich gar nichts mehr prickelnd. Wenn der Große wird, er klein werden. Prost. Just saying. Just saying. Das mit Kassieren ist richtig, aber nicht bei Netto. Dann geh doch zu Penny. Ich bin dabei. Wenn ich schießen kann. Piu, 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 piu. Den Spruch habe ich schon von mehr als einem Jäger gehört. Siehst du? Alle haben ihn hinterher bereut. Aber ich bin Rüste der Main Hunter. Rüste dich aus und komm zum Tor. Dann ziehen wir los. Ich bin der Main Hunter. Begib dich zum Osttor. Sprich mit Davis Wilson. Jawohl. Werde ich tun. Ich sag dir, Tomicha underscore NGN, auch hier, wenn nicht NGN. This game, also das Spiel wird von Tag zu Tag geiler. Anfang Rating 5 bis 6. Teilweise jetzt schon 7,5, fast schon bei 8. Die Stories, wow. Charaktere, wow. Das ganze drumherum hier, diese Atmosphäre, Charaktere, Generäre, Kastratere. Super. Super. Ja, genau. Genau. Das war gestern eins, was ich gepostet habe. Wie er mich überprüft, Digga. Also, ja, und das Video danach hat er keine Klicks mehr wieder. Jetzt entspann dich mal. Da fehlt das Kappa. Aber danke, Sir. Wenn du das siehst, muss es ja wirklich was Besonderes sein. Wachsamkeit ist in Aquila City alles. Also gut. Bereit zum Aufbruch? Jawohl, besonders nachts. Warte mal.
Ich habe was vergessen, glaube ich. Du, hast du mir eigentlich geantwortet in Discord? Wie konntest du diese Frage gestern nicht verstehen? Da stand da, ich spiele Motorfest vom 14. bis zum 17. kostenlos. Ich frage, wie das und du Fragezeichen. Als ob ich es mit einem... Also das Gehirn ist einfach nicht mehr da. Ich hoffe es. Ich gebe mein Bestes, dass ich übermorgen dabei bin. Aber die Preise sind halt schon... Also schon Arsch. Also schon... Also, Digga. 120 Euro Ultimate, 100 Gold. Und die andere ist ja auch krass. Also so eine Kack. Also... Bereit, wenn sie es sind. Machen sie es so. Also ist halt schon... Also schon saftig gewaschene Wasser ist das, sage ich der Tommy. Kann losgehen. Da ist aber jemand Feuer und Flamme. Bleib dicht bei mir und behalt die Umgebung im Auge, dann passiert nichts. Wir sind im Handumdrehen wieder zurück. Mit ein paar Antworten im Gepäck. Aber hab ich noch Platz im Gepäck? Ja. Stimmt, davon hattest du doch irgendwann was gesagt, oder? Das Ding ist kostenlos für 3 Tage? Okay, Problem? Dann kann... Oh, okay. Da bin ich dabei. Und wie? Muss man da irgendwas machen oder ist es überhaupt? Was zum Release eines Spieles? Ist das kostenlos? Are you sure? The thing is safe? Stände und die Tiefe der Abdrücke passen nicht. Gehen wir weiter. Vielleicht haben diese Sensoren irgendwelche seismischen Aktivitäten ausgelöst. Und jetzt geht der Boden auf und es kommt ein riesen Bossmonster raus. Geil. Also ja, also noch 2 Tage hier Starfeld und dann, wenn es geht, Motorfest. Aber das hier weiter, ich glaube, mit dem Spiel bin ich noch beschäftigt das ganze Jahr. Mit dem und Baldur's Gate und alle anderen, die noch kommen. Hey, richte das Ding bloß nicht auf mich. Diese Spuren sehen anders aus als erwartet. Da stimmt was nicht. Die Spuren führen in diese Richtung. Okay. In which direction? One direction? Cool. Zum Teufel. Ich freue mich da richtig. Dann das ist einer wir, unserer Security Guards. Da können wir rumcruisen, Tomitsch. Wollte jemand die Eshta imitieren? Warum in aller Welt? Oha. Hey, hörst du das? Da ist auf, ein Terminator als Roboter. Patrouilliert zusammen mit dem Davis hier. Also dann, nun stirbst du. Eine Androida wird angegriffen. Triumphieren wir. Nicht zu weit weg. Meine Unreacher wird angegriffen, hä? Die waren jetzt gar nicht so effektiv, die Waffen für die, aber war schon okay. Krass. Wie ist das Livestreaming eigentlich über die... So, bist du über die App da? Oder bist du über PC da, Tommy? Weil, fragen wir, ist das so über die App bei YouTube? Always takes weather with you. Egal wohin du gehst, nimm das Wetter einfach nur mit. Egal wohin du gehst, nimm das Wetter mit. Everywhere you go, always takes weather with you. Egal wohin du gehst, nimm das Wetter einfach nur mit. Überall wohin du gehst, nimm das Wetter mit. So, jenseits okay. Der Mauer ist es ja? Gefährlich. Ja, natürlich ist es gefährlich, weil die Aschstadt da sind hier. So, na, was? Wir sind schon da fertig, oder was? Wow, wow, wow. Also bekommen wir einen Haus, Mama? Mr. Tate arbeitet daran. Wir müssen ausziehen, wenn die Bauarbeiten anfangen. Oh, die Stimme ist cool. Für ein echtes Haus? Wie die im Kern? Das wird keine Villa, Liebling. Das aber vier Wände, cool, das sind Kunstspeicher hier. Dach. Kann Audrey bei uns einziehen? Vielleicht. Mr. Tate will mit 4 Häusern anfangen. Es gibt mit also 4 Häusern? Das ist so die cool. Die wollen umziehen? Oha, okay.
Im Stretch ist es gar nicht so übel. Hier sind eine Menge Kinder zum Spielen. Okay, ich dachte, ich krieg da noch random eine Quest. Das ist immer so geil bei diesen zufälligen Unterhaltungen. Ich muss noch falsch positiv. Sprich mit Davis Wilson, okay? Ich kann sie schon fühlen. Er kann sie schon fühlen. Wo denn? In welcher Gegend seines Körpers? Fühlt er die denn? Everywhere you go, nimm das Wetter jedes Mal mit. Everywhere you go, nimm das Wetter einfach mit. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, nimm das Wetter einfach mit. Yeah. 5 Stunden kostenlos kannst du es in dem Zeitraum spielen. Also, mich hat das Spiel schon der Beta überzeugt. Servus. Wenn das Spiel jetzt in der Vollversion in 5 Stunden nicht viel schlechter ist, dann bin ich dabei. Dann ist es mein Mann. Du weißt dich zu wehren. Die meisten anderen versetzt dein Eschter in Panik. Dich nicht. Folgen, lol. Aber jetzt bin ich noch verwirrter. Verwirrter? Wer zur Hölle hat das getan? Ja, und warum? Und warum? Ich glaube, das hat Miss Alpine zu verantworten. Ich werde es einfach ausprobieren. Und wenn dann später als Disc kaufen. Der Weg, eine Disc zu kaufen, ist nicht so weit bei mir. Das klingt, als hättest du einen Plan. Sounds good to me, Tommy. Mach das, mach das. Und für eine Konsole ist es besser, eine Disc zu kaufen. Die kann man dann auch wieder weitergeben, verschenken, verkaufen, dealen gegen irgendwelche Drug, also Zigaretten, also Alkohol und so. Das machst du ja häufig. Deswegen ist schon sinnvoll, bei PlayStation eine Disc zu haben. Cuny hat damit nichts zu tun. Vielleicht hat das jemand für... vielleicht hält es jemand für einen gelungenen Scherz. Wir hätten draufgehen können. So einen Scherz würde sich niemand erlauben. Das war jemand von der Aquila Security. Nur wir haben Zugriff auf diese Roboter und können sie befehligen. Ich muss das genauer überprüfen. Vielleicht finde ich eine Spur. Du solltest so lange zurück in die Stadt. Check im Kasernencomputer in den Zugriffsprotokollen, okay, wer für diesen Bot zuletzt verantwortlich war. Mach ich. Wenn ich fertig bin, treffen wir uns in der Stadt. Also macht er. Schnell weg. Falsche Überprüfung. Okay. Das heißt, wir sind nicht sicher, wer das gemacht hat und jetzt überprüft es. Burger. Das ist vielleicht schon aber Überleben. Okay. Ja. Ja, genau. Es ist Kreuzspielen. Also. Das Leon heißt, cool sein. Gar nicht so übel, wie alle immer wenn sagen. Es, wenn nicht alles schief geht, hin. Könnten wir mal was zusammenspielen. Ja, obwohl ich gar keinen Bock habe auf dich, Diggi. Aber wir können es ja probieren. Spätestens dann wieder zu X-Defined. Hey, das müsste ja auch bald kommen. Sommer 23. Es gibt so einen TikTok-Kanal von X-Defined, der ist eigentlich strong. Aber ich habe dann noch nicht rausgehört, wann genau. Aber müsste bald soweit sein. Ah, mal wieder Besuch von außerhalb. Hallo. Open the door, please. Dürfen wir da checken, einfach so? Resume. Last User Session. Cooler Raumanzug. Danke, obwohl ich jetzt gar keinen trage. Ja, verstehe. Patrouillennotizen. Notizen. Kleines Rulo von Ashtar auf dem Nordkamm. Wieder mal eine Schlägerei bei Agis. 2 Leute in der Ausnüchterungszelle. Die kleine Emily hat einen waschechten Taschendieb erwischt. Hab ihr einen Sticker gegeben. Großer Fehler. Ich bin ein kleines Kind, sagte sie. Oh. Beim Raumhafen wäre es beinahe zu einer Schießerei gekommen. Keine Ahnung, was genau los war. Niemand hatte Anzeige gestellt.